Also gegen 20.40 Uhr kam es auf der B313 zwischen Grafenberg und Großbettlingen zu einem Frontalzusammenstoß. Ein Golf GTI und ein Mercedes in der E-Klasse sind frontal zusammengestoßen. In jedem Fahrzeug war eine Person eingeklemmt und so viel kann man schon sagen, beide Personen haben den Unfall nicht überlebt. Also wir haben momentan Probleme mit der technischen Rettung, weil die Personen zum Teil wirklich schwerst eingeklemmt sind und sich die Bergung sehr schwierig gestaltet. Also im Einsatz sind die Feuerwehren aus Grafenberg mit 3 Fahrzeugen, der Rüstzug der Feuerwehr Metzingen mit 2 Löschfahrzeugen, einem Abrollbehälter Rüst und zur Ausleuchtung der Einsatzstelle haben wir hier die Drehleiter nachgefordert. Na gut, die Nacharbeit wird nachher kommen, weil es ist einfach eine schwierige Sache, wenn sich so eine Bergung doch über eine geraume Zeit erstreckt und man mit den Opfern dann doch wirklich sehr nah konfrontiert ist. Das geht den Einsatzkräften dann auch nach. Also es gibt die Möglichkeit der PSNV, der psychosozialen Notfallversorgung, dass man die in Anspruch nimmt. Jetzt müssen wir mal gucken, bis der Einsatz fertig ist, ob die Einsatzkräfte das mit dem gegenseitigen Besprechen bewerkstelligen, ob wir jemanden nachfordern. Ja gut, es ist eine schwierige Sache. Wir sind hier an der Kreisgrenze und der Notruf lief jetzt bei der Leitstelle in Reutlingen auf. Man muss sich das vorstellen, in der Nacht, da ruft jemand an und sagt, zwischen A und B ist ein Unfall. Da weiß niemand, wo genau die Gemarkungsgrenze verläuft. Und ich denke, das ist jetzt einmal sekundär. Entscheidend ist, dass den Personen geholfen wird. In dem Fall jetzt natürlich sehr schwierig, weil die Hilfe zu spät kam. Kann man eigentlich in dem Bereich nicht sagen. Also die neue Ortsumfahrung Grafenberg ist jetzt anfangs ein Schwerpunkt bei Verkehrsunfällen gewesen oder ist noch relativ häufig Schwerpunkt. Ich muss sagen, wir in diesem Bereich hier nicht überdurchschnittlich. Wir sind gerufen worden zu einem schweren Verkehrsunfall, Frontalzusammenstoß von 2 Fahrzeugen. Die Lagemeldung war 2 eingeschlossene Personen, Feuerwehr auf der Anfahrt, 2 Rettungswagen auf der Anfahrt, 1 NEF auf der Anfahrt. Vorgefunden haben wir die Situation, dass 2 PKWs frontal ineinander gestoßen sind und wir die beiden Patienten eingeklemmt vorgefunden haben. Bei dem einen Patienten, der in dem VW Golf war, wurde sofort entschieden, dass wir nicht mehr helfen können und er schon an der Einsatzstelle verstorben war. Der zweite Patient wurde mit der Feuerwehr zusammen in einer Crashrettung aus dem Fahrzeug geborgen, konnte aber nach der Bergung nur festgestellt werden, dass der Patient auch bereits verstorben war. 2 beteiligte Personen in den Fahrzeugen, beide tödlich verunfallt. Wir in unserem Bereich, im Bereich Rettungsdienst, haben qualifizierte Personen, die mit den Mitarbeitern sprechen. Wir nennen das PSNV, psychosoziale Nachsorgedienst. Die werden entsprechend eingesetzt, die Kollegen. Und da kann jeder dann hin und sich entsprechend Rat holen und mit ihnen sprechen.